Willkommen zum weiteren Teil digitale Signalverarbeitung auf FPGAs. Heute geht es darum, wie Sie eine DFT eines realen Messsignals korrekt interpretieren können, wenn es um den Signalrauschabstand geht. Schauen wir uns mal so eine DFT-Analyse an des Signalquantisierungsrauschens eines 14-Bit-ADCs. Was wir wissen: Wir haben eine Anzahl von DFT-Punkten von 256 gewählt. Unsere Abtastfrequenz ist 500 Hz. Der Full-Scale-Range des Wandlers ist 2 Volt. Und wir haben eine Amplitude unseres Signals gewählt von 1 Volt. Das heißt, wir steuern den Full-Scale-Range voll aus. Wir sehen, die Leistung unseres Signals sind minus 3 dB-Watt. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Anzeige unseres Spektrums korrekt ist. Dann ist die erste Frage, warum nicht 0? Warum nicht 0 dB Watt? Wir haben doch Vollaussteuerung gewählt. Ja, wenn Sie dazu rechnen, die zu einer Amplitude von 1 Volt gehört eine effektive Spannung von 0,707 Volt. Und wenn Sie die quadrieren, und wir gehen jetzt hier wieder von einer nachrichtentechnischen Leistung aus. Das heißt, wir sagen, das Quadrat der Spannung soll unsere Leistung sein, weil wir den Normierungswiderstand beliebig wählen können. Dann kommen wir auf 0,5 Watt. Das heißt, die Rechnung ist schon korrekt, dass wir hier nicht die 0 dB Watt erreicht haben. Dann legen wir jetzt hier irgendwie so eine Ausgleichsgrade rein und sagen, das soll unsere mittlere Rauschleistung NQ sein. Und ich schreibe das schon mal in Anführungszeichen, weil wir gleich sehen werden, dass das so nicht korrekt ist. Ich lese jetzt hier ab. Das sind ungefähr, keine Ahnung, minus 108 dB vielleicht, also minus 108 dB Watt. Und wenn ich jetzt den Abstand zwischen dem Rauschen und der Signalleistung bestimme, da komme ich auf einen beeindruckenden Wert von 105 dB. Was ich jetzt aber erwarte, ist, dass mein SQNR nach der Formel, die wir uns im letzten Abschnitt hergeleitet haben, bei 6 mal 14 Bit plus 1,8 dB, die von unserem sinusförmigen Signal kommen, dann sollten wir auf 86 dB kommen. Und wenn einem die Mathematik so viel schenkt, dann sollte man wie immer bei solchen Geschenken ein bisschen misstrauisch sein. Rechnen wir das Ganze nochmal nach. Wie gesagt, Effektivspannung ist 0,707 Volt, dementsprechend Leistung minus 3 dB Watt. Das hatten wir schon. Das LSB, die Quantisierungsstufe, ist Full Scale Range dividiert durch 2 hoch W. W ist die Anzahl der Bits, also 14. Und wenn ich das ausrechne, komme ich auf eine Quantisierungsstufe von 122 Mikrovolt. Das muss man sich im Übrigen auch immer mal vor Augen halten, wenn wir von 14, 16, 20 Bit-Wandlern reden, wie klein da unsere Quantisierungsstufen sind. Und das heißt auch, wie viel Mühe ich mir geben muss von der analogen Signalvorverarbeitung, damit ich da nicht schon Fehler erzeuge, die viel größer sind als eine Quantisierungsstufe. Die Rauschleistung bekomme ich aus meiner Quantisierungsstufe, jetzt wieder mit meiner beliebten Formel, Q² 12, 1,24 Nanowatt. Daraus kann ich einen Logarithmus berechnen, mal 10 multiplizieren und komme dann auf minus 89,1 dB Watt. Das heißt, wenn ich jetzt S-Sig minus NQ in logarithmischen Einheiten berechne, dann komme ich auch auf die erwarteten 86 dB. Aber was stimmt jetzt mit diesen 105 dB nicht? Schauen wir uns im Detail an. Wenn wir eine DFT machen, und ich gehe es hier von einem einseitigen Spektrum aus, das heißt, wir gucken uns nur den Bereich zwischen 0 und FS halbe an, weil wir wissen, dass zwischen 0 und minus FS halbe nichts Neues, Aufregendes mehr passiert, dann verteilt sich die Rauschleistung auf meine NDFT halbe Punkte. Ich gehe jetzt davon aus, die Rauschleistung ist ein weißes Rauschen, das heißt, die Rauschleistung pro Bin ist ungefähr konstant. Da das ein zufälliges Signal ist, stimmt das natürlich nie so richtig, aber wir sehen schon, das ist mehr oder weniger konstant, die Rauschleistung. So, und das heißt, die angezeigte mittlere Rauschleistung, dieser blaue Strich hier, der ist jetzt um die Anzahl der DFT-Punkte zu niedrig.
Das heißt, entweder dividiert durch n dft halbe, so wie hier geschrieben, oder im Logarithmischen muss ich einfach nur 10 log 10 mal die Anzahl der Bins abziehen. Das entspricht diesem roten Pfeil. Das heißt, wenn ich wissen will, also wenn ich direkt ablesen will aus meiner DFT, wo meine mittlere Rauschleistung liegt, dann muss ich den angezeigten Wert korrigieren um diese Anzahl der DFT-Punkte. Also um 10 log 10 von n DFT halbe nach oben verschieben. Dann bekomme ich auch meinen korrekten SQNR raus. Und wenn ich das jetzt mit MATLAB oder Python programmiere, dann kann ich mir auch immer hier so eine zweite Skala noch erzeugen, die direkt um diesen Wert korrigiert ist. Das habe ich hier gemacht. Wir sehen hier die 0 dB pro Bin, also für einzelne Linien, entspricht plus 21 dB Watt bei meinem Breitbandspektrum. Das heißt, hier könnte ich jetzt auf dieser Skala direkt ablesen und feststellen, okay, das sind minus 89 dB Watt und dann hier draus direkt mein SQNR berechnen. Also nochmal zusammengefasst, ganz wichtig, die Gesamtrauschleistung aus meiner mittleren angezeigten Leistungsdichte in so einer DFT muss ich noch korrigieren um die Anzahl der angezeigten Bins. Das heißt, pro Bin bekomme ich Rauschleistung dividiert durch n DFT halbe oder umgekehrt 10 log nq, also meine logarithmierte Rauschleistung, bekomme ich aus der logarithmisch dargestellten Rauschleistung pro Bin plus 10 log n DFT halbe. Das sollten Sie sich wirklich merken. Das brauchen wir im Praktikum und in der Prüfung werden Sie das sicherlich auch brauchen. Gucken wir uns nochmal an, wie sich die angezeigte Rauschleistungsdichte ändert, wenn ich die Anzahl meiner DFT-Punkte ändere. Das hier ist im Prinzip das gleiche Bild wie auf der letzten Folie mit einem Unterschied. Ich habe jetzt hier kein reines Sinussignal quantisiert, sondern ich habe mir so ein bisschen Oberwellen generiert durch eine nichtlineare Übertragungscharakteristik und habe mir hier noch die sozusagen Überblicksdaten ausgeben lassen. Der SNR, weil ich weiß ja nicht, ob jetzt das Rauschen nur durch Quantisierung hervorgerufen wird, der SNR wird bestimmt zu 86,1 dB. Mein mittleres Quantisierungsrauschen sind minus 89,2 dB Watt, das passt also auch noch. Und genau, sieht soweit alles aus wie gehabt. Ich habe sogar mal testweise die Effective Number of Bits zurückberechnet und 14,01 Bits kommt dabei raus. Das heißt, das sieht gut aus. So ein bisschen Gezappel hier in den letzten Stellen, das ist ganz normal. So, und was ich aber gern messen möchte, neben dem Quantisierungsrauschen, ist auch die Höhe meiner Oberwellen. So, und wenn ich jetzt schaue, die höchste Linie, die ich hier ablese, sind 100,2 dB. Und das gibt mir meinen sogenannten Spurious Free Dynamic Range an. Das heißt, das gibt mir eigentlich meinen Dynamikbereich an, in dem ich jetzt irgendwelche echten Linien sehen kann, weil alles unterhalb hier von diesem Spurious Free Dynamic Range, da weiß ich, da sind irgendwelche Linien drin, die bereits von meinem ADC zum Beispiel erzeugt werden oder von meiner analogen Vorverstärkung. Das heißt, in dem Bereich kann ich nicht mehr messen, weil das sind schon Begrenzungen meines Messsystems. Jetzt ahnt man es hier schon an diesem Plot. Diese Linie kann ich in dieser Darstellung nicht sehen. Das heißt, da bin ich einfach begrenzt durch die Performance von dem, was mir meine DFT anzeigt, durch meine angezeigte mittlere Rauschleistung. Erhöhe ich jetzt die Anzahl der DFT-Punkte auf 1024, dann sinkt meine angezeigte mittlere Rauschleistung weiter ab. Das hatten wir auf der vorigen Folie gesehen. Die sinkt ja immer ab um 10 log 10 von NDFT halbe. Das heißt, je größer ich NDFT mache, desto weiter sinkt der angezeigte Rauschboden ab. Und jetzt tauchen hier aus dem Rauschboden plötzlich meine Störlinien auf, meine echten Störlinien. Und jetzt sehe ich, mein Spurious Free Dynamic Range ist 106 dB. Und der würde jetzt auch nicht mehr besser werden, wenn ich noch mehr DFT-Linien wählen würde, weil das ist wirklich eine
Störlinie, die durch eine Nichtlinearität erzeugt wird. Ansonsten sind die Daten, wie gesagt, bis auf das Gezappel in den letzten Stellen gleich. Das heißt, hier geht es nicht um den Signal-Rauschabstand, sondern hier geht es um die Darstellung von Störlinien, die so gerade eben noch aus dem Rauschen rausragen. Und das ist ein Grund, weshalb ich, wenn ich mir das leisten kann, möglichst eine lange DFT machen sollte, weil ich auf die Art einfach doch mehr sehen kann. Jetzt schauen wir uns noch eine Falle an, in die man leicht reintappen kann beim Simulieren oder beim Messen von Daten und der Auswertung per Spektrum. So, stellen Sie sich vor, Sie messen jetzt nochmal Ihren ADC aus, mit einem sinusförmigen Testsignal oder nahezu sinusförmig. Hier sehen wir wieder die rote Grundlinie und zwei Oberwellen. Sie messen jetzt einen viel, viel schlechteren Spurious Free Dynamic Range von ungefähr 90 dB, viel schlechter als der Hersteller ihn spezifiziert hat. Und Sie sehen gleichzeitig, dass Ihr Quantisierungsrauschen eigentlich nicht so wirklich da ist. Sie sehen jetzt nur so eine paar Bins hier. Dann denken Sie sich, ja, super, ich habe einen Signal-Rauschabstand, der besser ist als das, was der Hersteller spezifiziert. Ich habe nämlich bei einem 14-Bit-ADC zurückgerechnet 14,7 Bits oder ein SNR von 90 dB ungefähr. Und spätestens da werden Sie dann ein bisschen nachdenklich und sagen, eigentlich kann das nicht sein. Was mag denn da jetzt bei meiner Messung wohl schiefgelaufen sein? Und was Sie jetzt anders gemacht haben, Sie haben jetzt hier eine Signalfrequenz gewählt, die 128/2048 von FS ist. Und das heißt, Sie haben eine Messdauer, die genau 128 Signalperioden dauern entspricht. Wenn Sie das ausrechnen, wie viele Punkte, wie viele Messpunkte jetzt pro Periode auftreten, dann kommen Sie genau auf 2048 durch 128, also exakt 16 Punkte pro Periode. Das ist schlecht, weil sich nämlich in jeder Signalperiode exakt die gleichen Abtastwerte wiederholen. Das heißt, Sie messen 128 Mal nacheinander immer wieder die gleichen Werte und damit auch immer wieder den gleichen Quantisierungsfehler. Und das führt dazu, dass Ihr Quantisierungsfehler ebenfalls sehr periodisch ist. Das heißt, er ist nicht dekorreliert. Das, was wir im ersten Abschnitt gesagt hatten, heißt, Signalform und Ihr Quantisierungsfehler haben jetzt einen sehr engen Zusammenhang. Und das führt eben dazu, dass wir jetzt nicht so ein weißes Rauschen bekommen, sondern nur eine, ja, sehr begrenzte Anzahl von Bins, in denen Sie Ihr Quantisierungsfehler quasi wiederfinden. Das heißt, das ist genau das, was Sie nicht machen sollten. Sie sollten bei der Messung darauf achten, dass Sie keine Zweierpotenz an Perioden in Ihrem Messfenster erhalten, weil Sie sonst eine sehr starke Periodizität Ihres Quantisierungsfehlers erhalten. Und dann bekommt man halt so ein Linienspektrum anstatt von weißem Rauschen. Und das heißt, Sie bekommen einen fehlerhaften Wert für Ihre mittlere Rauschleistung heraus und Sie können auch Ihre Störlinien, Ihren Spurious Free Dynamic Range nicht vernünftig messen. Also achten Sie darauf, dass die Anzahl der Signalperioden im Messfenster möglichst eine Primzahl ist, weil dann wiederholt sich Ihr Quantisierungsfehler nicht. Wir machen jetzt hier fast die gleiche Messung. Ich habe jetzt eine Messfrequenz gewählt, die hat 129 2048 von FS. Und Sie sehen, jetzt haben wir wieder hier ein, ja, mehr oder weniger weißes Rauschen. Sie können jetzt auch wieder Ihre Störlinien korrekt detektieren. Lass mal nachrechnen. Dann haben Sie jetzt 2048 dividiert durch 129 Punkte pro Periode und das sind 15,88. Das heißt, das wiederholt sich jetzt nicht so schnell. Das war's schon. Ein kurzes, aber wichtiges Kapitel für Praxis und Prüfung. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Ciao.